mein Name ist Dr. Heiko Durst. Ich bin Facharzt für Orthopädie und seit über 15 Jahren im Bereich Fuß-, Sprunggelenk- und Achillessehne spezialisiert. In diesem Video geht es um das Mortoneurom. Das Mortoneurom ist eigentlich eine Nervenentzündung. Ihr seht es an diesem Modell. Hier gibt es Bänder zwischen den Mittelfußknochen, das Ligamentum intermetatarsium. Und diese Bänder drücken von oben auf die Nerven, die unten drunter in die Zehen verlaufen. Ihr seht das hier in diesem Beispiel. Das sind diese Nerven, die in die Zehen verlaufen. Und diese Nerven zweigen sich dann immer auf. Geht ein Ast in den zweiten Zeh, ein Ast in den dritten Zeh, am nächsten Zeh genauso. Und wenn von oben immer dieses Band auf diesen Nerven draufdrückt, weil der Fuß langsam breit wird über die Jahre und das Quergewölbe runterkommt, dann entsteht da eine Entzündung. Und durch diese Entzündung kann der Nerv dann anschwellen und das nennt man Mortoneurom. Ist eigentlich kein Neurom, weil ein Neurom wäre tatsächlich eine Wucherung des Nerven, sondern hier ist nur die Nervenhülle gewuchert, eine sogenannte perineurale Fibrose. Aber der Einfachheit halber hat sich halt dieser Begriff Mortoneurom eingebürgert. Wie diagnostiziert man das Mortoneurom? Das Wichtigste ist ja erstmal bei der körperlichen Untersuchung Eindruck zu bekommen, wo tut es eigentlich weh. Man kann zuerst die Strukturen untersuchen, die wahrscheinlich nicht wehtun. Das sind zum Beispiel die Gelenke der Zehen, die Grundgelenke. Da können zum Beispiel auch Kapselrisse eintreten oder Gelenkentzündungen. Die kann man von oben und von unten ertasten, die spürt man auch sehr gut. Und wenn die auf Druck wehtun, dann ist es wahrscheinlich eher kein Mortoneurom. Dann ist es möglich, dass ein sogenannter Morbus Freiberg-Köhler vorliegt. Da stirbt dann plötzlich der Mittelfußknochen am 2- und 3er-Köpfchen ab. Die Ursache ist so ein bisschen unklar, Durchblutungsstörung, traumatische Ursache. Auf jeden Fall drückt man da drauf, wenn es nicht wehtut, dann hat man das auch ausgeschlossen. Mittelfußbrüche treten sehr häufig auf, entweder traumatisch durch Unfälle oder häufiger durch Märsche, sagt man auch Marschfrakturen, also Ermüdungsbrüche sind es dann. Auch die kann man aber sehr gut ertasten und häufig sieht man auch eine Schwellung am Fußrücken. Mortoneurom macht sehr selten eine äußerlich sichtbare Schwellung, nur wenn es sehr groß wird oder akut entzündet ist. Und das Mortoneurom, das sitzt auch typischerweise immer zwischen dem zweiten und dritten Mittelfußknochen oder noch häufiger zwischen dem dritten und vierten Mittelfußknochen. Es kommt fast nie zwischen vierten und fünften oder ersten und zweiten Mittelfußknochen vor. Und wenn man zwischen diese Knochen hineindrückt, dann tut es relativ deutlich weh. Also in den Weichteilen zwischen den Knochen und Gelenken, da sitzt der Mortoneuromschmerz. Was es dann auch noch gibt, das sogenannte Mulderzeichen. In der Medizin hat ja alles einen Namen, damit man möglichst professionell rüberkommt. Was es eigentlich ist, ist einfach nur Vorfußkompression. Und man drückt von unten bei der Vorfußkompression das Mortoneurom zwischen die Knochen nach oben, drückt dann den Fuß zusammen und dann hört man so ein, oder spürt man auch in den Fingern so ein Schnappen. Und dieses Schnappen ist dann häufig schmerzhaft. Und das ist dann auch ein relativ deutliches Zeichen, dass wahrscheinlich ein schmerzhaftes Mortoneurom vorliegt. Was man auch noch sicher ausschließen muss, ist, dass keine Gelenkkapselrisse vorliegen, die sogenannte plantare Platte der Zehengrundgelenke. Da nimmt man den Zeh so, den zweiten Zeh, drückt am Mittelfußknochen dagegen und schiebt das Gelenk so nach oben. Und dann merkt man relativ schön, dass das Gelenk total locker ist, vor allem wenn man es mit dem Nachbarzeh vergleicht. Und der Patient, die Patientin sagt dann auch in dem Moment, ah, genau das ist mein Schmerz. Und das hat man eben bei Mortoneurom auch nicht. Und wenn man dann bei der Untersuchung den Eindruck hat, aha, das könnte jetzt ein Mortoneurom sein oder das ist eher ein Gelenkkapselriss oder ein Ermüdungsbruch, dann ist der nächste Schritt eigentlich MRT-Untersuchung. Im MRT kann man Ermüdungsbrüche wunderbar sehen. Es ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man Ermüdungsbrüche richtig auch im Anfangsstadium diagnostizieren kann. Man kann Gelenkentzündungen sehen, Sehnenrisse, echte Brüche, Morbus Freiberg-Köhler kann man erkennen. Und man kann das Mortoneurom erkennen. Ich habe euch hier mal ein Beispiel gebracht. Das ist der Vorfuß von vorne drauf geschaut. Und dann sieht man hier zwischen den Mittelfußknochen Nummer 3 und 4 diesen dunklen Zapfen, der sich nach unten vorwölbt. So sieht ein Mortoneurom aus. Das ist aber auch wieder wichtig. MRT ist nicht gleich MRT. Beim Röntgen ist auch nicht Röntgen gleich Röntgen, aber da ist die Qualität Unterschiede zwischen den Praxen und zwischen den Röntgenmaschinen sehr gering. Beim MRT gibt es sehr große Unterschiede. Es gibt da die sogenannte Magnetfeldstärke.
1,5 Tesla und 3 Tesla. 3 Tesla ist die höhere Magnetfeldstärke und 3 Tesla-Geräte machen in aller Regel schärfere Bilder. Man kann auch mit 1,5 Tesla-Maschinen wunderbare Bilder machen. Man muss einfach länger einstellen und sich mehr Mühe geben. Wir haben zum Beispiel ein 1,5 Tesla-MRT-Gerät und machen am Fuß wirklich pfeilscharfe Bilder. Was aber auch wichtig ist, es gibt MRT-Bilder, da wird der Knochen hell dargestellt, sogenannte T1-Wichtung oder PD-Sequenzen ohne Fettsuppression und das Fettgewebe auch hell dargestellt, weil man hier eben eine T1-Wichtung untersucht hat ohne Fettsuppression. Und dann ist das Fett hell und grenzt sich zu diesem Mordneurom ab. Das Mordneurom ist dunkel und das Fettgewebe ist hell. Wenn man jetzt einfach irgendein MRT-Protokoll macht, wo eine PD-Sequenz zum Beispiel gemacht wird mit Fettsuppression, ist das Fett dunkel. Das Mordneurom ist dunkel, erkennt man in der Regel gar nichts. Wenn man Glück hat, ist das Mordneurom entzündet, dann sieht man auch in diesen Sequenzen so ein bisschen Entzündung in diesem Bereich, aber das Mordneurom an sich erkennt man ganz, ganz selten in den PD-Sequenzen mit Fettsuppression. Deswegen ist es wichtig, dass man zu einem guten Radiologen oder zu einem guten Gerät geht, dass das Gerät gut auf dieses Protokoll eingestellt ist, auf dieses Mordenproblem und dass man dann auch noch die richtigen Wichtungen und Sequenzen durchführt. Die Therapie des Mordneuroms ist ein klein bisschen lästig, weil man es relativ schlecht mit konservativen Maßnahmen erreicht. Ich rate dennoch dazu, zunächst Basismaßnahmen auszuprobieren, Zusatzmaßnahmen auszuprobieren und erst als letzten Step dann die Operation zu machen. Das mache ich eigentlich bei allen Pathologien, bei allen Krankheiten. Beim Mordneurom ist es einfach so, dass man wahrscheinlich relativ früh die Zusatzmaßnahmen in Angriff nehmen muss, damit es überhaupt erfolgreich wird. Die Basismaßnahmen sind relativ wichtig, dass man die richtigen Schuhe trägt. Ich zeige euch mal zwei Schuhe, die nicht so ideal geeignet sind. Das ist zum Beispiel dieser Schuh, der ist jetzt zwar nicht super schmal, aber das Obermaterial ist absolut ungeeignet. Es ist Kunstleder, was in sich schon mal unelastisch ist und dann ist es noch lackiert und gibt noch weniger nach. Was da passiert ist, obwohl der Schuh breit ist, ist der Fuß breiter als der Schuh. Relativ ist also der Schuh zu eng und der Fuß wird dann gequetscht, wenn der in diesen Schuh reinrutscht. Und dieses permanente Quetschen reizt dann dieses Mordneurom den Nerven noch mehr und der Nerv entzündet sich immer stärker. Viele sagen dann, ja, sie sind auf einen bequemen Schuh gewechselt und kommen dann mit solchen Modellen an. Der ist zwar noch etwas breiter als der hier, aber dieser Stoff ist auch nicht nachgiebig. Das heißt, auch in diesem Schuh wird der Fuß gequetscht, wenn er reinrutscht. Und da das Material nicht nachgibt, kommt es auch hier zur Reizung des Nerven durch Quetschung des Vorfußes. Schuhe, die immer möglich sind und die immer funktionieren beim Mordneurom, sind solche Laufschuhe. Da muss man aber auch darauf achten, dass der Schuh im Vorfuß breit ist. Es gibt auch Laufschuhe, die wesentlich schmäler geschnitten sind, die sind ungeeignet. Und ihr müsst auch darauf achten, dass hier vorne nur weiches Meshmaterial vorliegt. Meshmaterial heißt, dass dieses Netz, und ihr seht an meinem Finger, das Netz ist total weich, und dann kann hier fast nicht eine Quetschung des Vorfußes resultieren. Wichtig ist auch, dass ihr diese Schuhe dann in dem Bereich der Schnürung sehr locker schnürt, dass halt da durch die Schnürung nichts zusammengedrückt wird und den Schuh hier oben mit einer guten Schnürung fixiert. Wichtig ist auch zu verstehen, dass der Vorfuß in diesem Bereich belastet wird über die Achillessehne und die Muskulatur, die oben dran hängt. Das ist die Wadenmuskulatur, die hintere Oberschenkelmuskulatur und die Gesäßmuskulatur. Und wenn in einer dieser drei Stationen eine Verkürzung drin steckt, eine Verklebung der Faszien vorliegt, dann wird das über die Achillessehne übertragen und der Patient geht mehr Vorfuß belastet, bringt also mehr Druck in den Vorfuß, weil hier hinten die Verkürzung übertragen wird über die Achillessehne. Das ist so, wie wenn ihr permanent auf Zehenspitzen gehen würdet. Und wenn hier mehr Druck im Vorfußbereich ist, dann resultiert natürlich auch mehr Druck durch die Bänder auf den Nerven drauf. Das heißt, bei der Therapie ist es ganz wichtig, die Muskulatur an der Beinrückseite aufzudehnen, und zwar Wadenmuskulatur, tiefer und oberflächlicher Wadenmuskel, rückseitige Oberschenkelmuskulatur und Gesäßmuskulatur. Die ganze Kette muss aufgedehnt werden und die ganze Kette muss auch mit einer Faszienrolle bearbeitet werden. Wie das geht, da gibt es ein separates Video in meinem YouTube-Kanal.
Was auch wichtig ist, ist, dass man die Mobilität dieser Knochen verbessert. Da müsst ihr zum Physiotherapeuten oder ihr könnt es auch selbstständig machen. Und ihr müsst es schaffen, dass das Abfedern dieser Knochen beim Gehen verbessert wird. Das macht ihr zum einen, indem ihr manualtherapeutisch den Fuß so mobilisiert, die Weichteile hier mobilisiert, die Vernarbungen löst, dass der Fuß in sich wieder mobiler wird. Aber ihr müsst es auch schaffen, dass diese Gelenke nicht mehr so steif sind. Das macht auch der Physiotherapeut, der macht Torsionen, Mobilisationen, Traktionen, und zwar die TMT-Gelenke, also die Gelenke zwischen Fußwurzel und Mittelfuß, und die Fußwurzelgelenke an sich, und natürlich auch Blockaden im Bereich des oberen Sprunggelenks müssen da gelöst werden. Und dann ist das Ziel, dass der Fuß insgesamt wieder flexibler wird, in diese Richtung besser abfedert und so der Druck von oben auf den Intermetatarsalnerven, auf das Mordneurom abnimmt. Was ich dann häufig noch versuche, ist die Entzündung um den Nerven zu reduzieren. Das geht über zwei Mechanismen. Das erste ist Tabletten einnehmen, die Entzündung dämpfen. Das ist zum Beispiel Diclofenac oder Ibuprofen, sogenannte nicht-steroidale Antirheumatika. Da nimmt man in der Regel 3 Tabletten pro Tag ein. Also wir nehmen Diclofenac 50 Milligramm morgens, mittags, abends. Und da die manchmal auf den Magen schlagen, noch eine Omeprazol, einen sogenannten Magenschoner, 20 Milligramm einmal täglich dazu einnehmen, und die Einnahmedauer ist dann 7 bis 10 Tage. Da ist es aber wichtig, dass ihr unbedingt vor Einnahme mit eurem Arzt sprecht. Das darf man nicht einnehmen, wenn man schon mal Magenprobleme hatte oder eine eingeschränkte Nierenfunktion hat. Es gibt natürlich auch noch andere Kontraindikationen, da wird euch euer Arzt beraten, und diese Medikamente sind auch verschreibungspflichtig. Was auch wichtig ist, den Fuß zu kühlen, weil Kälte ist ja entzündungsdämmend, entzündungsziehend, und dann wird die Entzündung um den Nerven zurückgehen, wenn ihr den Fuß kühlt, und der Nerv wird abschwellen durch diese Kälteapplikation. Da gibt es 3 Möglichkeiten. Klassisch ist der Quarkwickel oder Eisbeutel, Cold Hot Pack, oder was wir verwenden, ist ein sogenannter Kühlverband mit ätherischen Ölen. Da richtet man sich eine Lösung an mit diesen ätherischen Ölen, taucht eine Binde da rein und wickelt diese feuchte Binde um den Fuß, und das wird dann mit einer zusätzlichen Binde fixiert. Der große Vorteil ist, das hält 2 Stunden kalt, weil bei dieser Verdunstung der ätherischen Öle wird dem Fuß Wärme entzogen und es gibt Kälte an den Fuß ab. Und durch diese Kälteleistung über 2 Stunden hat man eine bessere Wirkung, als wenn man jetzt nur ein Cold Hot Pack drauflegt, der maximal eine Viertelstunde kalt hält. Ist auch so, wenn man so eine, ich sag, aggressive Kälte aus dem Kühlschrank oder aus dem Gefrierfach drauflegt, kommt es ja häufig dazu, dass nach einer Zeit von 10, 15 Minuten eine sogenannte Hyperämie in dem Fuß eintritt. Das heißt, die anfängliche Durchblutungseindämmung wird dann zu einer Mehrdurchblutung. Das kennt man von der Schneeballschlacht, wenn die Hände plötzlich so rot werden. Und diesen Effekt hat man bei diesen Kühlverbänden überhaupt nicht. Da kann man das bedenkenlos 2 Stunden drauflassen und dann 6 Wochen lang jeden Abend 2 Stunden den Fuß runterkühlen. Wenn man nicht weiterkommt mit diesen Basismaßnahmen, ist der nächste Schritt, der nächste Step auf der Therapieleiter eigentlich die Infiltrationstherapie mit einem Komplexhomöopathikum. Wir nehmen da Rustoxicodendron. Das ist eine nicht kortisonhaltige Alternative, um diese Entzündung an den Nerven zu dämpfen. Wir machen dann ultraschallgesteuert 3 Spritzen im Abstand von 1 Woche und spritzen immer sowohl den Nerven intermetatarsal 2-3 und 3-4, also zwischen 2. und 3. Mittelfußknochen und zwischen 3. und 4. Mittelfußknochen. Ich spritze dann immer an 2 Punkte pro Nerv vor und hinter dem Gelenk, damit man wirklich den ganzen Verlauf erwischt. Und dann muss man 2 bis 4 Wochen warten, bis bei diesem Mittel die Wirkung kommt. Bei der Cortison-Infiltration kann man probieren. Ich bin nicht großer Fan von Cortison, weil es auch Nebenwirkungen hat. Wichtig ist, hier maximal einmal infiltrieren mit Cortison, nicht häufiger, und keine hohe Dosierung nehmen. Wir nehmen maximal 5 bis 10 Milligramm für die gleichen 4 Punkte, die man auch mit Rustoxicodendron anspritzt. Auch da Ultraschall gesteuert spritzen, nicht einfach so. Und auch da 2 Punkte pro Nerv vor und hinter dem Grundgelenk anspritzen, damit wirklich der ganze Nerv behandelt wird. Beim Cortison ist einfach so, das hat ja auf das Gewebe so eine bisschen auch zerstörende Wirkung. Das Gewebe kann degenerieren mit Cortison, und wir haben ja am Fuß unten so ein polsterndes Fettgewebe.
Und Fettgewebe, wenn da zu viel Cortison reingespritzt wird, degeneriert, schmilzt zusammen. Und das ist irreversibel. Das heißt, wenn man da zu häufig Cortison an den Vorfuß spritzt, dann geht euch das Fettgewebe hier unten zugrunde und dann lauft ihr nachher auf den blanken Knochen. Und das ist irreversibel und das ist äußerst schmerzhaft und praktisch nicht gut konservativ zu behandeln. Auch eine nicht kortisonhaltige Alternative der Infiltrationstherapie ist eine Spritze mit einem PRP-Konzentrat. PRP heißt Platelet-Rich Plasma, das ist ein Thrombozytenkonzentrat. Da nimmt man euch 60 Milliliter Vollblut ab, hier in der Ellenbeuge. Das wird in der Zentrifuge aufbereitet und die Thrombozyten aus eurem Blut gezogen. Das ist eine bestimmte Zellart, die Wachstumsfaktoren enthält, also eure eigenen Wachstumsfaktoren. Und diese Wachstumsfaktoren werden dann auch an diese Nerven gespritzt, im Intermetatarsalraum 2, 3 und 3, 4. Ich mache immer beide, weil häufig beide so ein bisschen entzündet sind. Und das bewirkt dann nicht einen chemischen Effekt wie Rußtoxikodendron oder das Cortison, sondern das Nervengewebe wird durch die eigenen Wachstumsfaktoren zur Reizlinderung angeregt und angeregt, diese perineurale Fibrose, also die Verdickung der Nervenhülle, abzubauen. Der Effekt tritt allerdings leider erst nach 8 bis 12 Wochen ein. Deswegen ist es meistens notwendig, dass man anbehandelt, zum Beispiel mit Rußtoxikodendron, damit man gleich einen Effekt hat. Und dann noch die PRP-Spritze als vierte Infiltration nach einer Woche hinten drauf packt, damit man mittellangfristig wirklich eine Heilung von dem Problem hat. Zwei weitere Möglichkeiten, den Nerven anzuregen, die Entzündung abzubauen, in die Verdickung abzubauen, ist die Hochdosis-Induktionstherapie und die Stoßwellentherapie. Die Hochdosis-Induktionstherapie ist eine elektromagnetische Welle, die pulsiert, wird appliziert über einen Duschkopfgroßen Applikator. Der wird hier oben drauf gelegt und zwar 10 Minuten von oben, 10 Minuten von unten und dringt dann ins Gewebe ein, erreicht das Nervengewebe und regt auch das Nervengewebe wie die PRP-Infiltration an, die Entzündung abzubauen und die Verdickung abzubauen. Man behandelt 10-mal, 2 Sitzungen pro Woche. Auch da tritt der Effekt aber frühestens nach 8 bis 12 Wochen ein. Eine weitere Möglichkeit der nicht-invasiven Therapie, wenn man sagt, ich möchte keine Spritzen, ich habe Angst vor Spritzen, ist neben der Hochdosis-Induktionstherapie auch noch die Stoßwellentherapie, die fokussierte extrakorporale Stoßwellentherapie. Das kennen wahrscheinlich viele, weil sie schon am Tennisellbogen oder an der Schulter behandelt worden sind. Eigentlich in meinen Augen hilft die Stoßwellentherapie nur, wenn man Knochenprobleme behandelt oder eben Kalkdepots, also feste Körper behandeln will. Erstaunlicherweise, wenn man den Nerven behandelt, erreicht man trotzdem eine Wirkung. Patienten spüren das auch, wenn die Druckwelle auf den Nerven auftrifft. Und das ist eben das Wichtige, was die Stoßwelle macht, ist wie die Hochdosis-Induktionstherapie, dieses Nervengewebe anzuregen, die Entzündung selber abzubauen und die Verdickung des Nerven abzubauen. Da wird 6-mal behandelt, eine Sitzung pro Woche. Auch hier muss man 8 bis 12 Wochen warten, bis die vollständige Wirkung kommt. Die letzte Möglichkeit natürlich ist die Operation. Bei der Operation wird im Rahmen einer ambulanten Operation über einen Schnitt hier oben der Nerv dargestellt, der läuft unten, man kommt dann aber mit speziellen Instrumenten nach unten. Dann wird tatsächlich der ganze Nerv entfernt. Und zwar auf diesem Modell zeige ich es euch, auf dieser Zeichnung, man nimmt hier und hier den ganzen Nerv nach raus. Das ist eigentlich die einzige Operation am Körper, wo man einen Nerven entfernt. Das klingt natürlich schlimm, ist aber von der funktionellen Einschränkung eigentlich nicht so schlimm, weil die Patientin, der Patient hat dann natürlich nachher ein Taubheitsgefühl, wenn man diesen Nerven hier entfernt, an der vierten Zehe innen und an der dritten Zehe außen, aber das fällt den Patientinnen und Patienten fast nicht auf, da muss man sie fast nachher darauf hinweisen und in ungefähr 50 bis 60% der Fälle kriecht dann die Sensibilität von der vierten Zehe wieder nach innen und von der dritten Zehe wieder nach außen, sodass das nach 2 Jahren manchmal sogar wieder normal sensibel ist. Also in der Regel keine wirkliche Einschränkung für die Patientinnen. Ich versuche es immer zu vermeiden, wenn 2 Mordneurome da sind, wirklich beide rauszunehmen. Da versuche ich ganz lang konservativ zu bleiben, weil das wird dann doch störend, wenn plötzlich an 3 Zehen ein Taubheitsgefühl vorliegt. Das wird dann als störend empfunden. Insgesamt muss man aber sagen, wenn man hier einen Nerven rausnimmt, bleibt ja eine Höhle zurück.
Die Höhle füllt sich mit Narbengewebe und das Narbengewebe ist dann oft so ein Klumpen, der entsteht so nach 4 bis 6 Wochen, fängt der Patient an, die Patientin an, das zu spüren. Und häufig stirbt dieser Narbenklumpen genauso wie das Mordneurom. Es kann 6, 9 Monate dauern, bis diese Narbe wieder weich wird und dieses Gefühl dieses Narbenklumpens danach weg ist. Es wird dann häufig ein MRT gemacht. Im MRT sieht man dann aber nichts so richtig und meint dann, es ist vielleicht ein Rezidiv. Dann wird nochmal nachoperiert und bei der Nachoperation findet man aber nicht so richtig ein Rezidivneurom. Also ich würde von Nachoperationen wirklich 1 bis 1,5 Jahre die Finger lassen. Lieber dann die Narbe nochmal behandeln, wenn die sehr stark stört, wieder mit Hochdosis-Induktionstherapie oder einer PRP-Spritze. Und meistens bringt man das dann hin, aber insgesamt ist meine Empfehlung ganz klar. Lange konservativ bleiben, Operation erst im letzten Moment machen, nur bei entsprechendem Leidensdruck. Auch ganz klar ist, die Patientin oder der Patient entscheidet, wann die Operation gemacht werden muss. Das Mordneurom muss nicht raus, das ist ja nicht lebensbedrohlich, das Mordneurom. Die Patientin, Patient entscheidet, wann das operiert wird und ob das überhaupt operiert wird. Und ganz klar ist natürlich, ich würde die OP nur machen, wenn alle konservativen Therapieschritte abgearbeitet sind und der Leidensdruck wirklich groß ist. Ich hoffe, ich konnte euch so einen guten Eindruck geben zum Mordneurom, zur Diagnostik, zu den Ursachen und vor allem zu den Therapiemöglichkeiten. Probiert die aus, vor allem die Basismaßnahmen. Wenn ihr nicht weiterkommt, macht einen Termin in einer Sprechstunde. Terminvereinbarung geht über die Homepage.